Weiter geht's bei der Old Vintage Garage. Der Herr Sigmund hat ja mir seine Muscle Cars vorgestellt und wir haben über das 20W50 Premium gesprochen. So, ich will einfach mal einen Blick in den Motorraum werfen, um unseren Kunden auch zu zeigen, die Technik. Wir haben hier das Jahr 1968. Das Schöne ist halt das an dem Fahrzeug, wir haben hier Baujahr 1968 einen Ford Motor für 29 Kubikinch, also 7 Liter Hubraum. Das Fantastische ist an dem Fahrzeug, habe ich absolut belegt, dass das Fahrzeug 55.000 Meilen Originalzustand hat. Ganz klar, das Auto ist komplett gemacht worden, lackiert und alles. Aber der Motor, wir haben sämtliche Öle gewechselt, darum bin ich auch auf Sie zukommen. Was machen wir mit dem, welches Öl verwenden wir und, dass man da von vornherein, dieses Fahrzeug ist mit Sicherheit 20, 25 Jahre lang gestanden, ist von uns komplett restauriert worden, aber das Thema Motoröle und überhaupt die ganzen Öle in dem Fahrzeug, ganz klar alles neu, sämtliche Dichtungen neu, Ölwannendichtung, Ventildeckeldichtung, alles neu. Was nehmen wir für Öl? Und jetzt haben wir uns natürlich mit der Beratung von Herrn Wagner, haben wir ganz klar gesagt, Premiumöl 20W50. Das Fahrzeug ist jetzt ca. 800 Kilometer gefahren und ganz zart eingefahren. Wir sind noch nicht, denke ich mit Sicherheit, noch nicht bei der Höchstleistung. Und wir haben jetzt das Öl, wenn wir uns anschauen, es schaut halt einfach nach der kurzen Zeit oder nach den Kilometern, schaut das Öl noch schön hell aus. Also das sagt mir, der Motor ist gesund. Und wenn wir riechen, da haben wir jetzt nicht irgendwie, jetzt lassen wir in Herrn Wagner nochmal rein. Also wir sind da auf jeden Fall auf einem wichtigen Weg. Ja, schaut gut aus. Der Grund liegt halt darin, welches Öl nehme ich jetzt für so ein Auto, weil wir haben hier echt eine 11er Verdichtung, haben 360 Serien PS. Und haben eben ein Wahnsinns-Drehmoment von 650 Newtonmeter bei 2800 Umdrehungen. Natürlich immens hohe Motordrücke, um auf die sichere Seite zu gehen, muss das Ding absolut stabil laufen. Jetzt können wir aber, jetzt sehe ich gerade, ein bisschen Öl können wir nachschütten. Das ist das Schöne, diese für 29 Kubikinch Motor haben wir einen Ölmessstab vorne, das ist einfach ein schönes Licht an der Seite. Dann nehmen wir jetzt das 20W50. Dankeschön, Herr Wagner. Jetzt schauen wir nochmal ein bisschen was rein. Ich meine, dass so Motoren, sagen wir mal, einen gewissen Ölverbrauch haben, denke ich mal, ja, von bei 1000 Kilometern einen halben Liter Öl, ich denke, das ist mehr als perfekt. Mehr als perfekt. Ich bin mir sicher, wir haben jetzt die beste Wahl an Öl getroffen. Dann kann dann Wagner sein Öl. Ganz klar, das Auto hat jetzt gefahren. Jetzt müssen wir als nächstes dann wieder schauen, überprüfen. Ich will nochmal einen Ölwechsel machen im Herbst, dass wir nochmal wirklich auf die richtige Seite gehen. Sehr erfreulicherweise hat Firma Wagner Öl seit kurzer Zeit das ATF auch im Angebot, das wir hier auch eingesetzt haben. Wir haben ein C6 Getriebe. Das ist eines zu der besten Getriebe aus der damaligen Zeit zählt, von der Zuverlässigkeit her, von der Stabilität her, dass das die Motorleistung wirklich aussieht, da gibt es nie Probleme. Eine Sache habe ich sicher, Wagner, was wir bei dem Fahrzeug haben. Wir haben die legendäre 9 Zoll Hinterachse verbaut, die zählt aus der damaligen Zeit eines zu den besten. Das ist robust, das hält immenseste Leistung aus, aber wir haben bei dem Getriebe das Problem, wir haben keine Ölablassschraube. Wir haben jetzt nicht diesen klassischen Deckel, den wir wegschrauben können, wie es jeder kennt mit der Differentialdichtung. Wir haben zwar eine Einfüllschraube, aber keine Ablassschraube und auch keinen Deckel. Das können wir jetzt nicht aufmachen. Ich habe das überprüft, die Füllung stimmt. Also der Level stimmt schon. Es stinkt auch nicht, wenn man neu riecht oder so, dass das irgendwie verbrennt riecht oder schwarz ist. Gar nicht. Aber wir haben halt jetzt ein Auto, wo wenig Kilometer hat, also die 55.000 Meilen, aber das Öl ist halt einfach 52 drin, wir wissen nicht, was drin ist. Ich denke, das ist gut. Was ist Ihre Idee, was man da so machen kann? Bei einem 52-jährigen alten Öl können Sie davon ausgehen, jedes Öl altert auch. Sie haben hier gealtertes Öl drin. Das mag wohl schon noch in Ordnung sein. Ich nehme an, dass die Dimension von dem Getriebe so gebaut ist, dass es eben die Leistungen aushält. Ja? Dass das Öl, dass die Öltemperatur nicht so hoch ist und das Öl aufgrund, sag mal, der Leistung und der Drehmoment, was hier kommt, nicht verbrennt. Ja?
aber jedoch Öl altert. Jedes Öl altert. Das die heißt, Additive bauen ab, oder? Die Additive bauen sich auch ab. Ja, okay. Das heißt, je länger das Öl dann drin ist, desto größer ist die Gefahr, dass wir hier eben einen Verschleißschaden haben. Was ich jetzt hier machen könne, ist letztendlich jetzt eins, was ich schnell machen könne, ist, dass sie unsere Mikrokeramik Ölzusatz dazugeben. Ein Mikrokeramik, ja. Und wie viel Prozent? Ich glaube, da sind sie drin, ich weiß jetzt nicht, wie viel Quarz, aber ich denke mal so 2 Liter, 1,5, 2 Liter sind drin, ja, wie viel Prozent würden sie dann noch mit reinschauen? Quarz, 10% zum Ölvolumen. 10%? Das heißt, wir müssten hier... Nicht drüber. Viel Hilfe? Nein. Nein? In dem Fall darf ich es nicht überfüllen. Also ich würde schon, nein, überfüllen tun wir es nicht. Bei so einer hohen Belastung würde ich auf jeden Fall eine höhere Dosis drauf geben. Das heißt, dass man auf 15-20% geht. Auf 10-15-20%. Nur das können wir hier nicht, A, weil wir das nicht überfüllen dürfen. Mhm. Das heißt, wir haben hier eine Situation, dass wir nur nachgeben können. Und hier würde ich 10% nachgeben. Also wenn ich jetzt 2 Liter drin habe, okay, in etwa, dann gebe ich 10% nach, sind ungefähr 0,2 Liter. Die würde ich nachgeben. Ja? Und das wäre jetzt der erste Schritt, was ich machen könnte, um die Leistungsfähigkeit des Öles wieder zu optimieren, um somit letztendlich einen perfekten Verschleißschutz zu haben. Weil das Problem ist, ich kann es auch nicht absaugen oder so. Bei vielen, beim FMX oder beim älteren, ja, Ding, da kann man es absaugen. Du kommst in dieses 9 Zoll Hinterachsgetriebe mit keinem Schlauch rein, mit nichts rein. Also die einzige Möglichkeit, was ich jetzt schnell machen könnte, ist, dass ich die Keramik draufgebe. Die Keramik, ja, um auf der sicheren Seite zu sein. So, langfristig sollten Sie überlegen, eben das Öl abzulassen. Und hier gibt es nur eine Möglichkeit, das anzubohren und eben ein Gewinde setzen und das mit der Verschlussschraube wieder zuzumachen. Dann wäre es perfekt. Ja. Nachdem wir das alte Öl wirklich einmal rauslassen und dann... Es gibt keine andere Möglichkeit. Okay, ja gut, ja, das wäre technisch möglich. Das wäre jetzt ja der Aufwand nicht so. Und weil sie Öl jetzt dann einschalten nach den alten Specs eben. Richtig. Also wir haben jetzt SAE 90, müsstet ihr genau nachschauen in den Specs. SAE 90, aber auch wieder ein mineralisches Öl wegen den Dichtungen. Wegen den Dichtungen? Wenn Sie jetzt einen, GL4? Zum Beispiel ein GL5. GL5. Also API GL5 und Hypoid-Getriebeöl SI90 mit der Spezifikation, okay, API GL5. Das geben Sie drauf plus den keramischen Ölzusatz. Somit haben Sie auch eine perfekte Durchölung. Mhm. Ja? Und auch natürlich eine perfekte Wärmeabfuhr, wenn das auch insbesondere, okay, bei der großen Ölmenge kriegen Sie, ja, die Wärme auch gut. Dann wollen wir das jetzt gleich als nächstes im Service machen. Ja. Eine Frage noch, fällt mir gerade ein. Ich habe bei dem C6-Getriebe, ich sage, das war absolut jungfräulig, da war noch die Original-Famenco-Dichtung dran von der Ölwanne, also Ölwanne weg vom Getriebeöl, das neue Sieb rein, neue Dichtung rein und das waren ja, so 5,5, 6 Liter ATFF. Ja. Was ist jetzt beim Wandler? Das ganze Öl bringe ich ja nie raus aus dem Ganzen. Das sind, glaube ich, 13 Liter Hydrauliköl oder 12 oder 8. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich bringe ja das Öl aus dem Wandler nicht raus. Vermengt sich das dann richtig oder muss ich da Bedenken haben? Oder? Es wird immer, auch die heutigen Getriebe sind so gebaut, dass die Servicebefüllung nicht der Gesamtbefüllung entspricht. Sondern es bleibt immer was im Getriebe. Es bleibt die Gerüstmenge zurück. Und das ist letztendlich auch das Problem, weil letztendlich wieder Verschmutzungen zurückbleiben, Ablagerungen zurückbleiben, verbranntes Öl zurückbleibt, was sich immer wieder mit dem Frischöl vermischt. Und deswegen haben ja auch moderne, bieten ja auch Firmen eine Getriebespülung an, um eben das Getriebe mehrfach zu spülen, um die Verschmutzungen rauszumachen können. Was sie hier machen können, ist eben, dass sie... Nächstes Jahr wieder einen Ölwechsel machen. Wieder einen Ölwechsel machen. Ein Sieb? Ja, in relativ kurzer Zeit. Also erstaunlicherweise war das Sieb, da war nichts drin. Das war wie jungfräulich. Wenn's ja, jetzt umso besser. Ja. Ja, klar. Das spricht ja für das Getriebe. Ja, also, klar. Aber ja. Sie würden jetzt praktisch nur mal aus der Ölablassschraube das Öl rauslassen und diese 5 Liter, dann vermengt es im Laufe der Zeit immer mehr. Und dann vielleicht nochmal das Sieb wechseln. Sie können jetzt hier praktisch innerhalb von kürzester Zeit Ölwechsel machen. Und was ich noch empfehlen würde, dass Sie nochmal wieder mit einem Zusatz arbeiten. Wir bieten ein Automatikgetriebeölzusatz an. Das nennt sich ATF Power Mix. Das sagt man jetzt nicht. Gut, dass Sie heute hier sind. 5%ig wird es beigegeben. Okay. Haben Sie da so ein Produkt dabei? Oder so ein Produkt haben wir dabei. Das finden wir bei Ihnen auf der Internetseite. Sie finden das bei uns im Onlineshop. Und das passt auch speziell für diese, man sagt ja immer das ATF, also das F-Fluid für Fortgetriebe.
Und das ist speziell für dieses, das abgestimmt? Oder ist das für dieses Produkt ist für alle Getriebe oder Automatikgetriebeöle abgestimmt. Das beginnt jetzt von der ersten Generation der Automatikgetriebe. Und was bewirkt das? Bewirkt letztendlich eine Verschleißreduzierung. Ja, das heißt, ähnlich wie die Technik, die wir bei den Premium-Modulen haben, diese Technologie ist hier auch mit eingesetzt. Also auch mit den Bremsbändern und mit den ganzen Sachen? Erstens werden die Metalloberflächen optimiert, aber auch werden die Bremsbänder nicht davon beeinflusst. Das heißt, sie haben dort keinerlei... Also die Bremsleistungen waren nicht. Und die Temperaturverhalten, das bleibt gleich? Ja. Das heißt, oder sogar erhöht. Durch die Reibungsreduzierung wird auch die Temperatur, die Getriebeöltemperatur nach unten gehen. Herr Wagner, das freut mich jetzt sehr, dass für diese doch immer sehr gute Beratung und dass Sie vor allem auf die Fahrzeuge diesbezüglich eingehen. Sehr schöne Sache. Wir freuen uns natürlich, dass wir so ein schönes Auto haben und dass wir da wunderbar gut fahren können damit. Viel Freude damit. Dankeschön, Herr Wagner. Ja. Ja, dann lassen wir uns doch mal das Auto, starten wir es doch einmal, diesen feinen Wagen.